So, hi ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video, zu einem neuen Vlog. Sorry, entschuldigt die Perspektive, aber ich bin gerade unterwegs. Es ist auch ein wenig stürmisch, man sieht es an den Haaren. Wir haben eigentlich, ja, schönes Wetter. Es soll auch den ganzen Oktober noch schön warm bleiben, zwischen 22 und 27 Grad. Aber heute ist irgendwie, keine Ahnung, so trüb. Ich weiß nicht, scheint ein bisschen die Sonne, aber es sind auch Wolken. Und es ist auch ein bisschen kalt. Sieht doch echt an Hals hier, man sieht's. Ja, es kann sein, dass ich diesen Vlog zweimal eine Begrüßung mache, weil ich diesen Vlog schon mal angefangen hatte. Vor einer etwas längeren Zeit. Die ganzen Videos, die ihr ja gesehen habt, sind einigermaßen vorgedreht, weil ich bin immer noch erkältet. Ich habe eine Stirnhöhlenvereiterung hinter mir. Das war nicht ganz so Bombe. Ja, also war nicht recht angenehm. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich ab und zu noch einen Hustanfall bekomme, dann mache ich die Kamera aus. Es kann also sein, dass ich zwei Anfänge für diesen Vlog habe, weil ich, wie gesagt, den schon mal angefangen habe, als ich mit meinem Mann auf das große Volksfest gefahren bin, wo ich euch gezeigt habe. Und das ist ja schon eine Weile her. Ja, aber mal gucken, ob ich das mit reinnehme in den Vlog oder ob ich euch einfach nur ein paar Sequenzen von dort zeige, kann ich euch nicht sagen. Ich bin natürlich mit Madame Luna unterwegs. Den Hund habe ich noch nicht gewechselt. Ja, Selina hat noch Herbstferien, die ist noch zu Hause. Die anderen sind alle arbeiten. Mein großer Sohn ist krank. Der hat eine schwere Mandelentzündung. Ja, wir haben irgendwie alle, mischen wir gerade so in der Familie durch. Keine Ahnung. Ja, heute soll noch ein Paket ankommen von der lieben Virginie. Hallo meine Liebe, ich grüße dich mal ganz lieb. Wir haben ein Tauschpaket gemacht, sie hat mich gefragt. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Wir haben uns, glaube ich, als Motto ausgesucht, die warme Jahreszeit. Ja, aber einen Wert haben wir keinen ausgemacht. Sie hat mir schon alles geschickt, vorgestern ich auch. Jetzt bin ich mal gespannt, ich hoffe, es kommt alles heile an. Ich habe jetzt gerade Selina geschrieben per WhatsApp, dass wenn es klingelt, dass er an die Tür gehen soll, dass es der Postbote ist wahrscheinlich. Weil ich habe den vorhin schon gesehen, als er rumgelaufen ist. Aber der bringt die Pakete immer ein bisschen später. Und deswegen, ja, kann sein, dass er nochmal klingelt, weil ich jetzt gerade nicht zu Hause bin. Die haben zwar auch einen Ablegeort, aber naja, die deutsche Post, ne, sagen wir mal lieber nichts. Ja, deswegen, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt, wenn ich heimkomme, ein Paket habe oder nicht. Theoretisch sagte Virginie, müsste es heute ankommen. Meins normalerweise auch. Je nachdem, wie gesagt, wie die Deutsche Post arbeitet. Ja, ansonsten, was kann ich euch noch erzählen? Eigentlich nichts. Ich bin jetzt noch ein bisschen unterwegs, wie gesagt. So seht ihr mich wahrscheinlich besser. Ich hebe es mal auf die andere Seite, während Madame hier ihre Schnupperrunden macht. Ja, also ich bin hier allein auf weiter Flur, im Moment keiner unterwegs. Sonst treffen wir immer Hundekollegen ohne Ende. Ja. Ich habe noch ein, zwei Hauls abgedreht. Einmal, wo ich im Rossmann Action und Teddy war. Ja, das werdet ihr dann alles nach und nach, wie gesagt, sehen. Aber ich wollte mal wieder einen Vlog für euch anfangen, aber wenn man so arg erkältet ist, dann so viel sprechen. Ja. Und man ist noch ein bisschen leicht kurzatmig. Es ist noch nicht ganz so einfach. War die Woche auch schon wieder arbeiten. Diese Woche haben wir bei uns im Ort, sagt man Kirmes, Kerwe.
Hummel, wie man das auch immer nennen mag, ist bei uns auf alle Fälle diese Woche ab dem Wochenende. Ich glaube, ich kann euch gar nicht sagen, wie viel der heute ist. Der 10., 9., 10., keine Ahnung, könnte hinkommen. Ja, auf alle Fälle ab Freitag beginnt bei uns die Kerbe und geht bis Montag. Vielleicht zeige ich euch ein bisschen was, weiß noch nicht, ob wir hingehen oder nicht. Meine Kids sind für sowas eigentlich nicht mehr so. Ich eigentlich unbedingt auch nicht. Mal gucken, wie ich lustig bin. Eine Bekannte hat mich gefragt, ob wir was essen gehen. Ich muss aber auch arbeiten, wir haben ein bisschen ziemlich viel Betrieb. Dann eine Freundin von mir hat gefragt, ob wir was trinken gehen dort. Muss mal gucken, ich weiß noch nicht, wie ich lustig bin und wie es mir geht. Ja. Ich würde sagen, ich beende jetzt auch den Abschnitt von dem Vlog, weil es strengt ganz schön an zu laufen und zu reden, wenn hier noch alles zu ist. Ich melde mich bei euch später wieder. Wie gesagt, ich werde das Paket mal auspacken, zeige es euch noch. Und ich würde sagen, bis später, ihr Lieben. Ja. So, ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause. Paket ist angekommen. Ist auch nicht klein, aber ist relativ leicht. Ich bin gespannt, Virginie hat mein Paket noch nicht. Es war zwar in der Sendungsverfolgung gestanden, dass das Paket heute noch ausgeliefert wird, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich will jetzt noch meine Wäsche machen, weil ich muss wieder Wäsche aufhängen. Ja. Ist ja nicht so, als hätte ich keine Wäsche, aber solange die Sonne noch scheint, kann ich die noch einigermaßen draußen aufhängen. Ja, ich war gerade ein bisschen schockiert, muss ich zugeben, weil mir wurde gerade was zugetragen, das ich jetzt auf alle Fälle noch klären werde, definitiv. Aber ich mache das nicht öffentlich, weil ich bin da nicht der Typ dazu wie andere. Da steht noch Wäsche, die muss ich auch noch machen. Die alles ins Lächerliche und Öffentlichkeit ziehen, mache ich definitiv nicht. Aber ich werde das mit der Person dann noch selbst klären. Ja. Weil Sachen, die nicht stimmen, möchte ich gerne immer gleich geklärt haben. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Waschpulver hier rein und ein bisschen Weichspüler. Zurzeit der hier. Angeblich ist der neu von Kuschelweich, keine Ahnung. Selina spioniert wieder. Die will nämlich unbedingt wissen, ob was im Paket für sie ist. Aber das glaube ich eher nicht. Ja, das will ich nämlich jetzt als nächstes abdrehen. Aber wie gesagt, erst will ich nochmal eine Portion Wäsche anschmeißen. So. Waschmaschine läuft. Gehe ich nachher auf. Ich habe nämlich keinen Platz mehr aus dem Verschwinder. So. Jetzt nehmen wir uns ein Messer. Groß oder klein? Klein. Und dann machen wir das Paket auf. Und dann melde ich mich wieder. So, ihr Lieben, Paket ist ausgepackt. Da steht übrigens noch. Waren super schöne Sachen dabei. Ich habe jetzt oben noch ein Paket, das muss ich noch auspacken. Und muss euch noch was davon zeigen. Weil das ist ein Produkttest und da muss ich zwei, drei Sachen davon zeigen. Ja. Ich habe jetzt vorhin wieder Deadpool Plakate bekommen für die tierisch gut, für die Haustiermesse, wo ich wieder hingehe zum Aufhängen, das mache ich immer. Und wir haben jetzt 15.10 Uhr. Wäsche habe ich angemacht, Paket habe ich ausgepackt, Videos abgedreht. Ja, jetzt werde ich nachher noch was kochen. Ich habe aber noch keinen Plan was. Da seht ihr übrigens noch die Sachen.
wo ich bekommen habe von der lieben Virginie. Ich habe echt keine Ahnung, was ich heute kochen soll. Ja. Wegfahren werde ich heute auch nicht. Ach, mir ist irgendwie so warm im Gesicht, keine Ahnung. Ich sehe richtig grauenvoll aus. Guckt lieber nicht hin. Ja, ansonsten gibt es im Moment nichts, was ich euch erzählen könnte. Wenn was Interessantes passiert oder ich wieder was weiß, melde ich mich. Oh, doch jetzt? Ja, nichts für mich hier. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Abschnitt von meinem Vlog. Und zwar habe ich mich jetzt gerade ein bisschen fertig gemacht, ja, ein bisschen geduscht und ein bisschen angemalt. Ich sehe aus, als hätte ich einen aufs Auge bekommen. Ich habe euch ja erzählt, dass bei uns im Ort heute Kirmes ist und mein Mann, ich, noch eine Bekannte und noch ein Ehepärchen wollen heute Abend was essen gehen. Ich stehe jetzt hier gerade unter unserem schönen, schönen Baum, der leider nicht mehr lange schön ist, weil der ist schon mittlerweile so, sieht man kaputt, der wird bald. Ja. Dann nehme ich euch natürlich mit. Ich guck mal, ob ich heute Abend was filmen kann, auf alle Fälle. Selina hat sich heute Pizzaschnecken gewünscht, die werde ich jetzt machen. Vielleicht zeige ich es euch ein bisschen. Luna ist auch da, mein Mann hat gerade Reifenwechsel gemacht für die Winterreifen aufgezogen und ich, wie gesagt, ich werde jetzt reingehen und die Pizza schnecken. Da ist übrigens Madame Luna und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, hi ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Abschnitt von meinem Vlog. Ich habe jetzt vor, meine Wäsche aufzuhängen, da hinten. Seht ihr, die Madame wartet schon, die möchte nämlich spazieren gehen. Da gehe ich auch gleich, aber ich möchte vorher noch die Wäsche aufhängen, weil draußen immer noch so super tolles Wetter ist und wer weiß wie lange. Ja, ich habe heute Morgen schon Trostputz gemacht. Ich habe die Couch frisch überzogen. Die Betten frisch überzogen, weil ich dachte mir, bei dem Wetter druckte dann alles noch so gut. Und das muss natürlich auch alles gewaschen werden und getrocknet. Tja, und das mache ich jetzt. Und dann gehe ich mit der Maus spazieren. Ja, und dann muss ich nur noch rauswischen und saugen. Und dann bin ich soweit fertig. Jetzt seht ihr mich vor lauter Sonne nicht mehr. So, ihr Lieben, ich bin jetzt unterwegs und schwer zu erkennen, da ist die Madame. Die habe ich jetzt mal von der Leine gemacht. Ihr seht, es windet ein bisschen. Und es ist echt verdammt warm. Guckt mal, der Himmel. Es sind zwar Wolken da, aber die sind nicht der Rede wert. Sonne scheint, ein richtig schöner Oktober. Ich finde es schön, wenn die Farben so vom Herbst so, ja, wie kann ich denn das sagen, so auf den Feldern sind, so an den Bäumen. Naja, das ist jetzt nicht gerade schön, aber egal. Ich stehe jetzt mal hier kurz im Schatten, weil in der Sonne ist echt kaum auszuhalten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wir laufen jetzt da vor und dann wieder da zurück zu den Häusern. Und dann, ja, fein Mädchen, da sitzt die Madame. Das ist ein Wunder, dass sie jetzt so sitzt. Die lässt sich normalerweise nämlich nicht anbinden. Wenn ich sie mal los habe, dann rennt sie nämlich. Da muss man echt Glück haben, dass sie Lust hat, sich anbinden zu lassen. Das hat sie noch nicht so ganz raus. Ja, einmal frei, dann juhu. Aber ja, ja, wie gesagt, ich habe jetzt daheim schon ziemlich alles gemacht. Ich will nur noch meinen Gäste-WC sauber machen. Bad habe ich schon gemacht. Ich habe sogar heute Morgen schon zwei Fenster geputzt im Wohnzimmer. Aber das hat mich ein bisschen aufgeregt von den scheiß Mücken. Ja. Und jetzt will ich das noch im Schlafzimmer machen. Und dann muss ich nur noch rauswischen und saugen. Und dann heute Abend wieder kochen. Heute werde ich Frühlingsrollen machen. Und Curry-Kokossoße. Und Geschnetzeltes. ja. Und was wollte ich noch machen? Vielleicht mache ich mir ein bisschen Gurke dazu und Tomate, mal gucken. Ja. Ich wollte auf alle Fälle heute noch ein paar Videos vordrehen, weil ich habe mich ein bisschen ready gemacht heute. Einfach mal so just for fun, um ein paar Videos vorzudrehen. Weil die letzten zwei Tage ging es mir nicht so gut. Ich habe mir gedacht, wenn ich heute mal ein bisschen vordrehen kann. Ja, ich wollte eventuell in diesem Vlog noch ein Haul mit reinpacken, weil ich ein paar Sachen gekauft habe. Das weiß ich aber noch nicht, ob ich das jetzt da mit reinmache. Auf alle Fälle muss ich da noch ein Paket mit reinmachen, weil ich vom Factory Markt ein Paket bekommen habe und das möchte ich gerne in den Vlog mit einbauen. Ja, mein Mann hat die Woche Spätschicht. Der kommt dann immer relativ spät nach Hause. Dann kann er sich das, was noch übrig ist, warm machen oder da findet irgendwas. Die anderen zwei sind arbeiten. Selina ist in der Schule. Die hat die Woche zwei Wochen Praktikums. Praktikums? Praktikas? Keine Ahnung. Von der Schule aus und ja, da kam sie gestern. Sie muss ein Buch lesen und so weiter. Da machen sie auch was in der Schule teilweise. Ja. Und ich und Luna, wir sind alleine zu Hause. Und genießen das mal wieder, weil war lange Zeit ja nicht so. Ja, am Wochenende habe ich frei. Juhu. Ich wollte euch ja ein bisschen filmen, wo wir ja die Kirmes hatten. Aber irgendwie habe ich nicht gefilmt, weil zu viele Leute da waren. Und wir sind auch nicht wirklich lange geblieben. Vielleicht gerade 10 Minuten, haben uns kurz mit unserer Bekannten unterhalten. Und mit dem befreundeten Ehepaar. Und dann sind wir weitergelaufen, dort wo ich arbeite, und sind dort was essen gegangen. Weil auf der Kirmes gab es nicht wirklich was, was uns ja, zugesagt hat. Laufen und filmen ist nicht ganz so einfach, deswegen machen wir jetzt mal wieder einen kleinen Stopp. Ja, dann sind wir da essen gegangen. Hat sehr gut geschmeckt, muss ich sagen. Mein Mann hat einen Rumsteak gegessen. Ich habe Tagliatelle mit frischen Pfifferlingen und einer leckeren Soße und Salat gegessen. Und als Vorspeise hatte ich gebackene Champignons in, wie nennt sich das jetzt wieder? Ja, genau. Das, was man auf Steak macht, wenn man grillt. Die ein oder anderen wissen es. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Kräuterbutter. Ja, und Weißbrot dazu, genau. Das haben wir uns geteilt als Vorspeise. Luna, bleib schön da. Und das andere haben wir so gegessen. War echt lecker. Luna sieht da gerade ein paar Leute, die da mit dem Kinderwagen mit dem Hund spazieren gehen. Guck mal, Luna. Luna Maus. So ich fein, jawohl. Und ja. Dann sind wir wieder heimgelaufen. War ein schöner Abend mal wieder mit meinem Mann zu verbringen. Jetzt am Wochenende, wie gesagt, habe ich frei, weil es war echt anstrengend. Ich habe am Montag echt nicht mehr laufen können. Mir hat alles wehgetan. Und ich habe mich dann noch geschnitten. Allerdings fragt nicht wo. Ich habe die großen Küchenmesser weggetragen und habe natürlich, weil ich ja blöd bin, alle in einer Hand gehabt. Und die sind nicht leicht,
und wollte sie dann in die Schublade legen und habe dann, weil mir das eine aus der Hand gerutscht ist, das so mit dem Oberkörper so ein bisschen mit den Rippen hier hochgehoben und habe mir tatsächlich in die Rippen und den Bauch geschnitten. Ja, jetzt lachen wahrscheinlich einige. Ich fand es hinterher auch zum Lachen, am Anfang nicht. Naja, ist so ein Schnitt. Ich habe es Gott sei Dank gleich gemerkt. Schön blöd, naja. Ja, was wollte ich euch noch sagen? Vorläufig mal nichts mehr, weil ich bin echt gleich kaputt. Ich muss jetzt die Madame gleich anbinden, weil wir sind gleich vorne. Und bevor sie mir auf die Straße rennt, muss ich jetzt mal mein Glück versuchen, ob ich sie anbinden kann oder nicht. Ja, und am Sonntag oder am Wochenende vielleicht, wenn das Wetter noch so bleibt, möchte ich mal meine Schwester besuchen gehen auf dem Campingplatz, weil ich das eigentlich letzte Woche schon machen wollte und dann mich irgendwie andauernd was dazwischen gekommen ist und da muss ich ja arbeiten und von daher mal gucken, ich muss mal fragen, ob sie zu Hause ist und dann fahre ich vielleicht rüber, je nachdem. Unser Auto muss diese Woche noch in den TÜV und muss noch kurz in die Werkstatt. Wenn das alles erledigt ist, dann kann ich fahren. Aber jetzt mache ich kurz Schluss, bind meinen Hund an, zumindest versuche ich es, und dann melde ich mich zu Hause wieder. So, ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause. Keine Ahnung, ob ich das schon gesagt habe, schon gezeigt habe. Ich glaube, ja. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Quatsch gemacht. Ich habe ein bisschen Musical.ly gemacht, heißt ja jetzt TikTok. Könnt ihr mir übrigens auch folgen unter Nadels bunte Welt, wenn ihr wollt. Wie immer und überall. Ne? Ja, und jetzt wollte ich eigentlich mal das Paket auspacken und noch zwei, drei Videos drehen. Ja, keine Ahnung, ob ich das jetzt noch mache oder nicht, denke aber schon. Draußen ist es echt herrlich. Nee, draußen. Ja. Kennt ihr das, wenn man immer Sachen bekommt, wo man absolut null gebrauchen kann? Ja, naja. Ich rede aber jetzt nicht von Geschenken oder irgendwas, sondern ich rede von anderen Sachen. Ja, habt ihr schon dekoriert für Halloween? Ich nicht. Ich bin nicht so der Halloween-Freak oder andere Sachen. Ich finde, man muss auch nicht immer alles übernehmen. Aber ich habe mir was gekauft. Und zwar habe ich im Aldi diese Echtwachskerze mitgenommen. Guck mal, das ist richtig schön. Da waren noch ein Gespenst und noch so eine, aber mit einem anderen Motiv. Die kann man Timer einstellen und die flackert dann immer so schön. Und die mache ich mir im Moment abends an, habe ich auch schon auf Instagram gezeigt. Ja, und dann habe ich mir noch was gekauft. Das zeige ich aber dann im Haul. Ich denke, das werde ich dann machen. Ja. Luna liegt draußen vor der Tür im Warmen. Und wie gesagt, ich werde jetzt. Sie liegt nicht mehr vor der Tür. Ich werde jetzt wahrscheinlich raufgehen und das dann machen. Weil ich habe noch ein bisschen was an Videos zu drehen und die möchte ich gerne heute noch fertig bekommen. Da liegt schon das Abendessen für heute Abend. Da sind die Mini-Frühlingsrollen, die hole ich immer, ob jetzt vom Aldi oder Lidl oder egal irgendwoher. Die essen wir nämlich ganz gerne. Dann habe ich mir schon Gemüse rausgelegt und Hähnchenbrustfilet. Tja, für in die Soße. Ich mache mir vegetarische Nuggets dazu. Oder auch vegetarisches Hähnchenbrust, das hört sich jetzt auch an. Da habe ich meine Wäsche stehen, ein Korb ist schon wieder fertig. Nächste Maschine läuft schon wieder. Und ja, wie gesagt, entweder mache ich mir die hier oder mache ich mir das als Alternative dazu. Muss ich mal gucken, ich habe mich noch nicht entschieden. Genau, das werde ich heute Abend machen, dann muss ich noch alles verräumen. Ich glaube, ich drehe aber erst noch ein Food Haul ab. Pause. Ja. Genau, also wie genagt, ich bin genagt, ja, wir nagen. Ich gehe jetzt mal in den oberen Stock und werde mal ein Paketchen für euch öffnen. Gell, meine Zuckermaus? Ja. Sag mal hallo, du Leute. Sag mal du hallo, du Leute.
das Gesicht ist immer wieder Gold wert. Jetzt hat sie wieder Holz gefunden. Das bringt sie mir dann wieder rein. Ich habe ja Gott sei Dank noch nicht gesagt. Tja. So, ihr Lieben, dann werde ich jetzt das Ganze halt nochmal machen. Ja. Ich liebe es, wenn das funktioniert. Die Kamera hat irgendwie total eben voll den Splinde gehabt. Die speichert mir meine letzte Sequenz nicht, mein Abspann nicht, mein Auspacken vom Paket nicht. Ja, so kann ich meinen Vlog ja nicht zu Ende machen. Jetzt drehe ich das Ganze nochmal und ich hoffe, dieses Ding funktioniert jetzt. Und zwar habe ich ein Paket von Factory Market bekommen und das habe ich euch ja erzählt, dass ich das in den Vlog mit einbaue. Und es ist ein Überraschungspaket, da sind ein paar Produkte drin, einfach mal um euch den Markt vorzustellen. Und das werde ich jetzt auch machen, ich weiß selbst nicht, ja doch, jetzt weiß ich schon, aber vorher habe ich nicht gewusst, was drin ist. Wir machen jetzt mal ganz überrascht, was drinnen ist. Und zwar ist Factory Market so ein Store, wo man ein bisschen Sachen günstiger bekommt, so wie Wish und so weiter, wo man alles bekommt. Guckt einfach rein, ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Ich habe mir ein Haushaltspaket bestellt. Und ihr habt noch bis zum 26.10. auf mich einen Rabattcode. Den würde ich auf alle Fälle definitiv eingeben. Nadelsbunte Welt 25, ich schreibe es euch unten rein in die Infobox, ich verlinke es. Und dann bekommt ihr natürlich auf euren Einkauf noch Prozente. Ich werde mal vorbeigucken. Liebe Nadine, wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Produkten. Beste Grüße, Stefan Theben. Vielen lieben Dank, Stefan. Ich freue mich auch über die Produkte. Und zwar war als erstes mal da drinnen so drei Kofferanhänger. Die kann man dann da hinten so aufschieben. Dann kann man seine Namen und Adresse eingeben. Die haben ganz schöne Motive, sind auch echt robust mit so einem Gummiband. Einmal Summer Break, Paradise Beach und Holiday Happiness. Da muss ich mal gucken, ob ich die selbst benutze oder ob ich die weitergebe oder in ein Gewinnspiel oder irgendwas reinmache. Weil wir ja nicht so oft in Urlaub fahren, muss ich mal gucken, ob ich die benutzen kann. Auf alle Fälle finde ich sie schön. Dann war drinnen von Mayimu, keine Ahnung, aus Korea, Japan, denke ich mal, ein Spiegel. Rostfreier Stahl mit Katzenmotiv. Der ist außen schön zum Leder und innen drin ist der Spiegel. Ja. Mal gucken, ob ich den behalte oder weiterschenke oder auch in eine Verlosung oder irgendwas gebe. Ich werde es schauen. Dann war drinnen von Dunlop ein Sporthandtuch in so einem schönen Beutel hier. Den kann man so aufmachen und dann hat man hier ein tolles, kleines Sporthandtuch aus Mikrofaser oder Frotte. Finde ich gut. Gerade wenn man mit Luna unterwegs ist, da schwitzt man doch sich schon ganz einen ab. Also das ist schon mal richtig gut. Dann war noch drinnen ein Bartsponge, ein Schwamm. Da kann man innen drin den Blütenstempel kann man auch rausmachen. Kann man sie aufhängen. Finde ich ganz toll. Werde ich auf alle Fälle benutzen. Und dann war das hier drinnen. Das freut mich total, weil meine Spülbürste ist nämlich irgendwie schon recht alt und die muss ich mal auswechseln. Deswegen freue ich mich, dass die drin waren. Finde ich toll. Der Herr hat schöne Haare. Und das sieht ganz lustig aus. Von Excellent Houseware. Werde ich definitiv benutzen. Und mein absolutes Highlight ist diese LED-Lichterkette. Das ist so, sind solche Bälle. Aus Bass, denke ich, sind die. Da macht man wieder Batterien rein und dann kann man die anschalten. Ist für Indoor, sind 10 Kugeln dran. Ich denke, die leuchten in einer Farbe. Warm White Light, ja. Und die finde ich total schön. Ich bin eh so ein Lichterketten-Junkie, deswegen gefällt mir das am allerbesten. Das ist mein absolutes Highlight. Factory Market hat ja gesagt, ich soll sagen, was mir von dem Paket am besten gefällt. Vielleicht auch alles, vielleicht auch nur eine Sache. Was mein absoluter Favorite ist. Und muss ich ganz ehrlich sagen, die hier. Ich liebe Lichterketten. Ich habe auch einige unten im Wohnzimmer und auch am Fenster und auch auf meiner Dekoration liegen und so.
Finde ich ganz toll. Lieben, lieben, lieben Dank an Factory Market. Aber die anderen Sachen sind auch toll. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Wie gesagt, das, was ich jetzt nicht benutzen werde oder brauchen kann, dass ich das in eine Verlosung gebe oder weiterschenke an Verwandte oder egal was. Und guckt auf alle Fälle bei Factory Market rein, ihr Lieben. Ihr könnt echt gut sparen und es gibt super Sachen dort. Wie gesagt, mein Rabattcode gilt noch bis zum 26.10. Ihr könnt natürlich auch ohne Rabattcode einkaufen. Aber wenn man schon mal sparen kann, warum sollte man es nicht tun? Ich werde mich definitiv dort auch nochmal umgucken und natürlich auch versuchen zu sparen, was man auch so kann ohne Rabattcode. So, jetzt werde ich noch meinen Schluss drehen und ich sage, wir sehen uns gleich wieder. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe jetzt das Paket von Factory Markt ausgepackt. Ich finde das Paket ganz toll. Vielen lieben Dank, dass ich testen darf und dass ich die Produkte und den Store vorstellen darf. Ja, wundert euch nicht, hier steht alles rum. Hier ist auch meine Nähecke. Ich habe mich jetzt hier nur kurz hergesetzt. Da steht auch mein Bügeleisen, weil ich ab und zu auch mal Stoffe bügeln muss. Ich muss dringend hier alles mal wieder aufräumen, weil das ist Chaos pur. Ich zeige euch das hier mal. Das ist mein Regal. Da habe ich jetzt mittlerweile schon oben Duschgele und alles wieder, weil ich drüben das andere Regal nicht aufgeräumt habe. Und ich habe eventuell hier vor oder die Station oben, weil ich habe jetzt meine ganzen Bücher von unten mal geholt. Und die möchte ich alle gerne so irgendwie hochkant reinstellen, dass man auch sieht, was man hat. Das ist jetzt zum Beispiel mein Nähbuch oder eins von meinen Nähbüchern. Dann habe ich hier ja meine Malbücher und so weiter. Und dann würde ich das echt gerne mal wieder ein bisschen aufräumen. Auch meine ganzen Kisten. Ja, es ist ein bisschen Chaos. Und da drüben, Moment, ich gehe mal mit euch hin. Hier habe ich ja mein Kallax-Regal, das ich im IKEA gekauft habe. Da sind überall Stoffe und so weiter drin. Das muss ich auch wieder ein bisschen sortieren, weil ich habe da alles gerade reingeschmissen. Ja, es ist natürlich nicht so toll, wie es sein soll. Und da drüben ist mein Regal für meine Duschgel und alles. Das kennt ihr ja, aber Himmel hilf, guckt lieber nicht hin. Weil ich habe jetzt alles gerade reingeschmissen nach dem letzten Einkauf. Ich muss das dringend sortieren und aufräumen. Hier ist meine selbstgemachte Pinnwand, das kennt ihr, mein Regal. Ja, wenn ihr mal ein Update von meinem Regal wollt, wenn ich es natürlich aufgeräumt habe, schreibt es unten in die Infobox. Ich zeige es euch natürlich gerne. Ich würde sagen, ich drehe jetzt auch meinen Schluss von meinem Vlog. Wie gesagt, ja, das habe ich so vor, das mal zu machen. Luna sitzt jetzt hier und schläft ein bisschen. Da unten liegt sie, die Maus, da guckt. Ja, hier habe ich noch meine Pumphose. So eine Haremshose sollte die werden. Ist eigentlich auch eine Hose geworden. Allerdings habe ich irgendwie was mit dem Bündchen falsch gemacht. Ich habe zum ersten Mal Bündchen genäht. Und es ist total in die Hose gegangen, definitiv. Ich werde das Bündchen nochmal wegmachen und dann versuchen, die Hose zu retten. Und wenn nicht, werde ich mir eine neue Hose nähen. Ja, genau. Ich hoffe, dass dieser Schluss jetzt endlich hier mal von dem Vlog funktioniert, damit ich das zusammenschneiden kann. Sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, auf jeden Fall. Klar. Ich werde jetzt meinen Haul noch fertig drehen und dann eventuell meinen Food Haul noch fertig machen. Ja, und ich würde sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich auf alle Fälle freuen. Däumchen hoch, wenn ihr wollt. Und ach, nicht vergessen, ich habe übrigens noch was von dem Volksfest, wo wir waren, mit reingeschnitten. Also nicht wundern, das war nicht die Kerbe, wo bei uns im Ort war, sondern das war das Volksfest, wo ich euch vorher schon vor langer Zeit erzählt habe. Genau, bis dann!